für schwerhörige und gehörlose Benutzer bietet das Betriebssystem macOS spezielle Werkzeuge. Um sie zu aktivieren, klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster wählen Sie Bedienungshilfen aus. An der linken Seitenleiste erscheint eine Liste von Werkzeugen, die in vier Kategorien unterteilt sind: Sehen, Hören, Motorik und Allgemein. In der Kategorie Hören befinden sich Untertitel, die wir uns jetzt anschauen wollen. In den Einstellungen für Untertitel kann man ein Stil auswählen. Große Text, klassisch, Text in Konturschrift oder transparenter Hintergrund. Um Ihren eigenen Stil zu erstellen, klicken Sie auf den Button Plus. Im neuen Fenster können Sie Eigenschaften des neuen Stils einstellen: Hintergrundfarbe, Hintergrunddeckkraft, Textfarbe, Textgröße, Schrift und so weiter. Jeder neue Stil wird unter einem Namen gespeichert. Wenn Sie den neuen Stil entfernen wollen, klicken Sie auf den Button Minus. Außerdem können die Benutzer erweiterte Untertitel aktivieren, die für Gehörlose und Hörgeschädigte verwendet werden. Auf Englisch werden sie als SDH bezeichnet, Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing. Unter Audio können Sie den Bildschirm blinken lassen, wenn ein Warnton ertönt. Warnungen, die visuell angezeigt werden, ist eine gute Alternative für schwerhörige und gehörlose Benutzer. Die Einstellung Stereo Audio als Mono wiedergeben ist für schwerhörige Benutzer gedacht, die auf einem Ohr noch besser hören als auf dem anderen. Schwerhörige Benutzer können auch die Systemlautstärke für sich anpassen. Klicken Sie auf den Button Systemeinstellung Ton öffnen oder auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster wählen Sie Ton aus. Unter dem Menüpunkt Ausgabe kann man die Gesamtlautstärke für das ausgewählte Gerät anpassen. Die Gesamtlautstärke lässt sich auch unter den Menüpunkten Toneffekte, und Eingabe einstellen.